Wir sind die Bauer City Crew. Servus und willkommen zu einer neuen Folge der Bauer City Crew. Ich bin der Flo und wir schauen uns heute zusammen die Produktweltneuheiten von Bauer an. So viel sei verraten, es wird elektrisch. Wir starten gleich mit unserem absoluten Highlight, der EBG 33H All Electric. Willi, was ist die Besonderheit an unserer BG 33H All Electric? Die Besonderheit an unserer EBG 33H ist, dass die Hauptverbraucher komplett elektrifiziert sind. Bedeutet in dem speziellen Fall, das Drehgetriebe und die Hauptwinde haben einen Elektromotor statt einem Hydraulikmotor. Wie sieht es denn mit der Akkuleistung aus gegenüber herkömmlichen Dieselmotoren, die wir gewohnt sind vom Bauer? Wir haben hier einen Hochleistungsakku verbaut, der eine mittlere Laufzeit von 8 Stunden hat bei Kelly-Betrieb. Wie bei jedem aktuell batteriebetriebenen Fahrzeug oder Gerät ist es so, wir sind local CO2-frei. Und aufgrund dieser Elektrifizierung haben wir auch 25% mehr Effizienz, was halt 25% mehr Laufzeit bedeutet bei gleichbleibender Akkukapazität. Super, danke dir, Willi. Danke, ich wünsche dir einen schönen Tag, Flo. Auf was haben Sie sich bei der Entwicklung des neuen Gerätes, der KR806-3E, auf was haben Sie hier besonderen Wert gelegt? Wir haben besonders Wert gelegt darauf, dass die KR806-3E im Prinzip die gleiche Leistung und die gleichen kinematischen Bewegungen und auch dieselben Antriebe benutzen kann wie das korrespondierende dieselhydraulische Bohrgerät, also die KR806-3GS. Ja, das heißt, die Leistungsfähigkeit des Bohrgerätes ist vergleichbar mit dem dieselhydraulischen, aber halt hier in dem Fall emissionsfrei. Wie kam es denn zu der Entwicklung der RG19T Hybrid? In der Klasse gibt es ja sowas nicht, in der hohen Leistungsklasse. Ja. Und natürlich die Umweltanfragen, die Anforderungen werden immer mehr, immer höher. Und wir wollten einfach das Gerät sicher für die Zukunft machen. Ja. Und Vorreiter, wie immer, in dieser Technologie sein. Wir haben einen Dieselmotor drin mit 430 kW und 88 kW E-Motor. Plug-in, der muss eingesteckt werden. Und dann ist es ein Zusammenspiel mit Dieselmotor, Elektromotor. Kann aber auch rein elektrisch betrieben werden, bis 88 kW das Gerät. Ja. Und wir können das ist auch das Schöne, über die ganze, bis auf die RG27, über unsere ganze Modellpalette ziehen. Das Hybrid-System. Verfügbar Anfang nächsten Jahres dann. Mit unserem neuen Cube-System gehen wir ganz neue Wege im Bereich der Schlitzwandtechnik oder eigentlich besser gesagt, wir bewegen uns ja komplett unterirdisch, stimmt das? Ja, das Cube-System wurde gebaut, damit wir Schlitzwände in einem Tunnel erstellen können. Das ganze System, wie man sieht, passt in 3 20-Fuß-Container rein, die High-Cube-Container sind, und man kann damit Schlitzwände bis zu einer Tiefe von 40 Metern herstellen. Wir haben hier HPGs und Maschinen mit All Electric. Ja. Wie können wir denn bei der Firma Bauer das Thema Nachhaltigkeit noch unterstützen? Genau, also wir haben produktbezogene Nachhaltigkeit. Wir machen Nachhaltigkeit direkt für den Kunden erlebbar an unseren elektrischen bzw. Hybridgeräten. Wie schaffen wir das bei der Firma Bauer hier, dieses ganze Thema hier, den Messestand CO2-neutral zu gestalten? Genau, also der Messestand ist CO2-neutral, also das ganze Holz, was man hier sieht, wird wiederverwendet. Die Emissionen, die wir nicht reduzieren konnten, die werden wir kompensieren. Grundsätzlich auch bei unseren Geräten, wenn man es hier bedenkt, batterieelektrisch, wenn die Geräte mit erneuerbarem Strom getankt werden, sind sie CO2-neutral. Grundsätzlich versuchen wir natürlich auch intern durch Maßnahmen, durch Energieeffizienzmaßnahmen, unseren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, dass der Rucksack, den wir den Kunden sozusagen mitgeben, möglichst gering ist. Macht euch gern selbst ein Bild von unseren brandneuen Geräten und schaut bei unserem Stand FN520 vorbei. Wir sehen uns. Ciao.